Westfalenblatt, die Lokalzeitung. So, Sebastian Eben, Feuerwehreinsatzleiter, nimmt zu den Vorfällen heute Nacht Stellung. Ja, wir sind gegen 22 Uhr hier in Amelungsen zunächst mit der Löschgruppe Amelungsen alarmiert worden. Aufgrund eines Starkregenereignisses ist es wieder dazu gekommen, dass von einem Maisacker Schlamm und Geröll mit einer Lawine hier durch den gesamten Ortskern gezogen ist. Die Lawine ist circa 1,2 Kilometer lang, verteilt durch mehrere Ortsstraßen hier. Zunächst haben wir uns erstmal darauf konzentriert, hier die Landstraße zu sichern und dann mit dem einsetzenden, beziehungsweise mit dem abflachenden Regen und dem Nachlassen der Schlamm- und Gerölllawine damit dann begonnen, hier die Aufräumarbeiten aufzunehmen. Das Ganze ist jetzt in den vergangenen Wochen das bereits vierte Mal der Fall. Dieses Mal jedoch der heftigste Umfang, wobei ganz viele Nebenstraßen hier auch betroffen gewesen sind, sodass wir uns dazu entschieden haben, jetzt hier fast die gesamte Stadt Beverungen mit insgesamt 60 Einsatzkräften hier heute Abend einzusetzen, um dem Einsatzgeschehen Herr der Lage zu werden.